Suicide Editing, dieses schöne Buzzword. Technik. So. Ich zeige euch mal kurz die Agenda. Ich möchte erstmal einen Blick zurückwerfen über die Einführung des Blog Editors. Dann ein bisschen was zu den Themes erzählen, weil das Full-Site Editing sich sehr stark auf die Handhabung der Themes auswirkt. Was das jetzt eigentlich genau ist, ob man dann umsteigen soll oder jetzt schon umsteigen soll und wie eben die Zukunft aussehen könnte. Vor 3 Jahren, eine Etage tiefer, da habe ich einen Vortrag gehalten, der so ähnlich hieß, keine Angst vor Gutenberg und WordPress 5.0, war ja damals noch aktuell. Und ja, jetzt sind wir 3 Jahre weiter und es gibt was Neues. Aber schauen wir erstmal zurück, bevor wir uns mit Full-Site Editing beschäftigen, weil es ist vielleicht ganz gut zu verstehen, wie das eigentlich mit dem guten Projekt, mit dem Gutenberg-Projekt gelaufen ist. Ja, WordPress 5.0 kam im Dezember 2018 raus, 1,5 Jahre nachdem es beim WordCamp Europe 2017 vorgestellt wurde. Das Problem war, dass es wurde früher angekündigt, aber dann immer wieder verschoben. Das heißt, da war schon so ein bisschen, naja, kommt das denn überhaupt irgendwann? Und als es dann kam, war die Ablehnung einfach groß, weil es nicht sehr ausgereift war. Und das andere große Problem war, dass es den jeder WordPress-Installation quasi aufgezwungen wurde. Und da haben sich halt natürlich viele Entwickler, Agenturen und Unternehmen gesagt, oh mein Gott, bloß nicht. Aber es kam dann trotzdem. Und der einzige Weg, das abzuschalten, war mit dem Classic Editor Plugin, was bis heute mit über 5 Millionen Installationen eines der weit verbreitetsten Plugins ist. In den folgenden 3 Jahren gab es natürlich viele Änderungen, auch viele Verbesserungen. Aber es war auch schwierig als Entwickler da mitzuhalten, weil sich ständig und so viel änderte und gerade auch das Aussehen. Also wenn man WordPress in der Version 5.0 vergleicht mit heute 5.9, das ist einfach was komplett anderes in Anführungszeichen, weil es eben die Entwicklung so umfangreich war jetzt auch in den letzten 3 Jahren. Genau, und wichtig zu wissen ist, das war vielleicht ein bisschen ein holpriger Weg, aber man kann eigentlich mit dem Blog-Editor heute schon richtig gut arbeiten und auch die Performance im Gegensatz zu vielen Page-Bildern ist schon richtig gut, ohne dass man großartig noch was dafür tun muss. Bevor ich jetzt ein bisschen was zu Full-Site Editing sage, würde ich gerne noch auf die Themes in WordPress eingehen. Also ein Theme ohne Theme keine Website, also jede WordPress-Installation braucht ja ein Theme. Aber es geht ja nicht nur ums Aussehen. Und vor allen Dingen, es sind viele Einzelteile. Fangen wir an mit den individuellen Templates. Also wenn ihr ein Theme habt und euch mal die Dateien dafür angeschaut habt. Die meisten Themes bringen ja neben der Index
PHP, auch noch so eine Single, eine Page, ein Archive, Template mit. Und diese Templates könnt ihr im Theme alle individuell anpassen. Vorausgesetzt, ihr nutzt ein Child Theme, weil sonst wird es beim nächsten Update ja überschrieben. Dann gibt es als nächsten Teil Menüs und Widgets. Die haben ihre eigene Verwaltungsoberfläche. Kennt ihr ja bestimmt das Menü, da könnt ihr dann die ganze Menüstruktur aufbauen und ebenso bei den Widgets, so war es bisher zumindest. Und ganz oft bringen diese Themes auch eigene Funktionen mit, also einstellbare Header und Footer, eigene Verwaltungsoberflächen, wo noch mehr Einstellungen zu finden sind. Und da gibt es ja verschiedenste Dinge. Und es gibt den Customizer, das war so ein Versuch, dann eine gewisse Standardisierung reinzubringen. Die nutzen auch viele Themes, aber dann auch ganz oft für sich, und in vielen Themes sieht der Customizer halt auch anders aus. Die Einstellungen sind anderswo, je nachdem wie der Theme-Autor das eben aufgebaut hat. Und das Problem ist, dass ein Theme eben an vielen Stellen konfiguriert werden kann. Also es gibt keine zentrale Oberfläche, wo man jetzt eben alles vornehmen kann, sondern man muss halt entweder in den Theme-Dateien selber, Menüs, Widgets, Customizer, ist ja alles verteilt. Und so gibt es eben keinen wirklichen Standard. So, und dann kam Full-Site-Editing, dieses schöne Buzzword. Gibt es nur mit einem Blog-Theme. Das heißt, anders wie beim Blog-Editor selber, ist das jetzt quasi Opt-in. Also ihr werdet dem nicht aufgezwungen, sondern ihr müsst aktiv den Wechsel vornehmen. Nur so kommt ihr an diesen Site-Editor, wie er neu heißt. So sieht das Ganze mal aus. Ich habe hier einmal einen Screenshot von einer lokalen Umgebung mit 2022. Ihr habt auf der linken Seite einmal die dunkle Sidebar, wo man zum einen zurück zum Dashboard kommt, aber auch auf die Template selbst und die Template-Teile zugreifen kann. Was das ist, erkläre ich gleich. Und auf der rechten Seite, da wo ihr im Blog-Editor normalerweise die Einstellungen habt, entweder für das Dokument selbst oder wenn ihr den Blog ausgewählt habt, für den Blog, dort könnt ihr die sogenannten Stile, das Menü für die Stile einschalten. War auch lange Zeit unter dem englischen Begriff Global Styles in der Entwicklung. Und darüber kann man dann global für die gesamte Website eben sowas wie Typografie, Farben, Layout und globale Einstellungen für die einzelnen Blöcke konfigurieren. Und in der Mitte natürlich, wie beim Blog-Editor selber, genau das gleiche Prinzip, habt ihr euren Inhalt, wo dann eben die ganzen Blöcke für diese Seite zu sehen sind. Ja, mit den Blog-Themes schaltet man also die Komponenten des Full-Site-Editing frei. Also Full-Site-Editing ist im Prinzip ein Oberbegriff für dieses ganze Konstrukt aus Blog-Themes, aus dem Site-Editor und
genau, den Zeiteditor. Und in den Block-Themes gibt es diese Theme-JSON-Datei. Das heißt, das ist eine Konfigurationsdatei, mit der das die Einstellung, die man so machen kann, da zeige ich gleich noch ein bisschen was, in einer Datei vorhanden ist. Also es ist ja eine Art Standardisierung sozusagen. Ganz wichtig zu wissen für die HTML-Templates ist es, man kann sie nur als HTML-Templates im Site-Editor bearbeiten. Das heißt, ihr könnt theoretisch auch mit PHP-Dateien arbeiten, allerdings funktioniert dann das Anpassen über den Site-Editor nicht. Kommen wir nochmal zur Theme-JSON. Oh, ich glaube, das kann man einigermaßen lesen. Im Prinzip kann man da verschiedenste Einstellungen machen. Also ich habe mir jetzt hier einen Ausschnitt aus dem 2022-Theme genommen. Da haben wir oben einmal Custom Templates. Also man kann schon die Templates an sich vordefinieren. Und darunter geht es dann in die Settings. Und da sind jetzt unter den Farben eben, ist jetzt ein Duotone, eine Duotone-Kombination eben vorgesehen. Da gibt es auch ganz eine lange Dokumentation dafür, was alles möglich ist in dieser Datei. Das sind zum Beispiel eben Definitionen von Templates und Template-Parts. Also Template-Parts ist sowas wie Header und Footer, die dann in verschiedenen Varianten angelegt würden und pro Seite eben austauschbar sind. Also man kann auf der Startseite einen anderen Header haben als eben auf einer Host-Seite, also Single-Seite. Dann gibt es eben, wie ich schon sagte, Farben, also die komplette Farbpalette, Farbverläufe, wie ihr sie auswählen könnt und eben diese Duotone-Kombination. Dann kann man Abstände und Einheiten definieren. Also man kann spezifisch sagen, ich will nur Pixel und REM haben in der Auswahl an den entsprechenden Einstellungen. Es geht aber natürlich auch EM, Prozent, Full Width, Full Height, also diese ganzen CSS-Einheiten, die man so kennt. Dann gibt es eben Typografie, Schriften und Größen. Die kann man auch einmal global einstellen, aber auch an individuellen Blöcken, auch in dieser Theme-JSON-Datei. Und wie ich gerade schon sagte, eben blockspezifische Einstellungen. Also, dass man sagen kann, mein Zitatblock sieht immer so aus, hat dieses Farbschema und hat man eine ganz große Palette. Dann hat sich ein bisschen was an der Template-Struktur getan in den Block-Themes. Und zwar ist man hergegangen und hat diese Einzelteile ein bisschen besser organisiert innerhalb der Themes. Deswegen gibt es einen Unterordner Parts, also wenn man da eine Datei reinlegt, man kann dort die Dateien für die Template Parts reinlegen. Das heißt, man kann die vordefinieren und im Theme quasi mitliefern, sodass die direkt auswählbar sind. Bei den Patterns ist es ein bisschen anders, also sie gehen in den Ordner Patterns und sind aber derzeit noch PHP-Dateien, aus dem Grund, da die Übersetzungen noch mit drin sind. Das heißt, in HTML-Dateien kann man eben nicht, wie man es bisher kennt,
Strings übersetzen. Das geht nur in PHP-Dateien, funktioniert aber insgesamt ganz gut. Also man kann sich als Beispiel eben dieses 2022-Theme, dieses neue Standard-Theme anschauen. Da sieht man diese Aufteilung und Dateien sehr gut. Und dann gibt es noch den Templates-Ordner. Da landen jetzt alle Sachen drin, die man vor im Hauptverzeichnis des Themes drin hatte. Also eben Single-HTML, Page-HTML, Archive-HTML und alles, was man sich so in dieser Template-Hierarchie anlegen kann. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage so, das hört sich ja eigentlich schon gar nicht mal so schlecht an. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass dass man ja alles ändern kann. Also man kann ja auch eigene Header, eigene Footer erstellen, was ja vorher mit den Standard-Themes zum Beispiel einfach nicht möglich war. Außer man hat das eben im Code in den Template-Dateien entsprechend angepasst oder einen Page-Builder benutzt oder wie auch immer. Von daher, ja, man könnte umsteigen, aber am Site-Editor, wenn ihr das aktiviert und dann im Menü auf Design geht, steht da nicht umsonst Beta als rotes Label eben an dem Editor. Weil die initiale Version kam jetzt im Januar und es ist wie beim Blog-Editor. Es ist die gleiche, wir haben eine ähnliche Situation, dass es einfach noch nicht stabil ist und es einfach noch Zeit brauchen wird. Von daher gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, wenn du einen einfachen Blog hast und mutig bist, probier es einfach gerne aus, wenn das Projekt nicht super kritisch ist. Weil es können Dinge kaputt gehen, muss aber nicht, aber die Chance besteht halt, dass im Laufe der Zeit sich viele Dinge ändern und dann sieht es wieder nicht so richtig aus. Das hatten wir jetzt auch alles schon mit dem Blog-Editor. Wahrscheinlich für die meisten ist Variante 2, oder trifft Variante 2 zu, wenn du dein Geld mit deiner Website verdienst, also einen Shop hast, oder wirklich angewiesen bist, dass deine Website stabil läuft, dann warte lieber noch. Das wird mit der Zeit sich ein bisschen die Wogen glätten. Oder wenn du wirklich ganz mutig bist, dann viel Geduld und vor allem viel Zeit für die Wartung einplanen. Weil, wie gesagt, es ist eine Beta-Version, es ist noch nicht so wirklich stabil. Manche Dinge gehen noch nicht. Mit Version 6 werden jetzt Ende Mai viele Verbesserungen dazukommen, über die man gefühlt nach 5 Minuten Arbeiten gestoßen ist. So ging es mir zumindest. Aber es wird noch brauchen, gerade auch zum Beispiel da WooCommerce ja auch sehr hinterherhängt, in Anführungszeichen, weil eben noch kaum was von den WooCommerce-Templates richtig gut funktioniert. Genau. Also jetzt habe ich kurz erklärt, dass ihr wahrscheinlich am besten warten sollt. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, wie lange? Wo geht die Reise eigentlich hin?
Und ich habe euch nochmal die vier Phasen von Gutenberg mitgebracht, einfach nochmal zur Erinnerung. Und die erste Phase war Easier Editing, das heißt die Einführung des Blog-Editors, was wir jetzt so quasi abgeschlossen haben, aber es finden natürlich immer noch weitere Verbesserungen an den Blöcken statt. Dann sind wir jetzt eben in der Phase 2 mit Full-Site-Editing. Blog-Patterns sind dazu gekommen, das Blog-Directory steht, die Blog-Based-Themes, aber das muss alles noch ausreifen. Also es ist da, man kann es nutzen, aber man kommt immer wieder an die an Limitationen, wo man dann denkt, naja, eigentlich müsste das jetzt auch funktionieren, tut es aber eben noch nicht. Und das wird noch so ein bisschen dauern. Die dritte Phase wird sein Kollaboration. Also heute ist es ja so, es können nicht zwei Leute gleichzeitig an einem Beitrag arbeiten. Das soll sich ändern. Ich bin gespannt. Und Mehrsprachigkeit soll als letztes kommen. Also wir sind jetzt, würde ich mal sagen, so bei, wenn man jetzt die vier Punkte als 100% nimmt, würde ich sagen, irgendwo zwischen 30% und 40% vielleicht. Von daher ist meine Einschätzung, Full-Site-Editing wird wie der Blog-Editor selbst etwa 3 Jahre oder mehr benötigen, bis man wirklich davon oder damit so arbeiten kann, dass das halt auch im Business-Umfeld eine sinnvolle Alternative ist. Auch muss sich das Ökosystem weiter anpassen. Klar, natürlich geht jetzt schon vieles. Viele Plugin-Autoren haben oder viele Unternehmen haben schon ihre Plugins angepasst. Aber gerade der Theme-Markt, der wird einen richtig großen Umbruch erleben. Wie der aussieht, wissen wir noch nicht. Wird es nur ein Theme geben? Und dann gibt es die ganz viele Variationen. Das ist auch noch ein neues, relativ frisches Feature. Sodass man einfach nur quasi die Einstellung alle ändert, aber das Theme ist immer gleich. Oder wird es so sein wie jetzt, dass es eben viele unterschiedliche Themes gibt? Das ist das gerade, wo es sich hin entwickelt. Aber das kann sich noch alles ändern, je nachdem, wie auch die Weiterentwicklung vom Full-Site-Editing insgesamt selber sein wird. Ja, als Fazit fasse ich es nochmal kurz zusammen. Full-Site-Editing wird noch eine Zeit brauchen, bis es für alle Anwendungsfälle gut nutzbar ist. Es geht jetzt schon, aber man stößt immer wieder einfach an Limitationen, die es einfach schwer machen manchmal. Das Gute ist, die Anpassung der Themes macht die Bearbeitung recht unkompliziert und es geht dann auch eben in diese No-Code-Richtung. Das heißt, man muss nicht mehr unbedingt wirklich alles an CSS, HTML, PHP wissen, um, sag ich mal, einfachere Änderungen vorzunehmen an den Themes. Aber mit dieser neuen Art der Blog-Themes und eben diesem Gesamtkonstrukt Full-Site-Editing müssen sich Entwickler wie Anwender erstmal noch auseinandersetzen. Also das ist eine komplett andere Herangehensweise, wie wir sie bisher kennen. Und es ist nicht super einfach, sage ich aus eigener Erfahrung, aber es ist wirklich sehr spannend, wie diese neue Art der Themes und dieses Bearbeiten der Seiten uns oder auch vielen
Leuten die Anpassung der Themes weitaus vereinfachen kann. Ja, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ihr vielleicht noch die ein oder andere Frage habt. Zu den Themes hätte ich eine Frage, gibt es da aktuell Instrumente, das wirklich das unterstützt, oder gibt es was anderes auch? Ich verstehe dich leider gar nicht. Ja. Gibt es teammäßig jetzt nur das 22, was das unterstützt, oder gibt es andere auch schon? Also es gibt jetzt im Repository, ich glaube, an die 70 Blog-Themes bereits. Also die kann man sich über den Filter raussuchen. Also da gibt es einen speziellen, ich weiß nicht, wie er genau heißt, Blog-Theme-Filter, kann ich aber gleich nochmal nachschauen. Full-Site-Editing, dankeschön. Und es gibt auch schon das erste Pro-Theme, also das erste Bezahl-Theme. Das erste Bezahl-Theme müsste ich jetzt auch raussuchen, aber die erste Pro-Version gibt es quasi auch schon. Es ist gerade so angekommen, aber ja. Ich frage mich bei Full-Site-Editing genau dasselbe, was ich mich beim Blog-Editor am Anfang gefragt habe, diese große Freiheit, alles beliebig bearbeiten zu können, super, aber was ist, wenn man das eben nicht braucht bei einer Seite, wo man strengere Vorgaben geben muss? Wie gut geht das bei Full-Site-Editing und siehst du dann trotzdem irgendwelche Vorteile in Full-Site-Editing, wenn man, sag mal, ein sehr strenges Korsett, was die gestalterischen Vorgaben an der Seite? Also es wird jetzt mit 6.0 ganz neu geben, was irgendwie mal rauskommt, dass man das Block-Locking nennt sich das. Das heißt, dass du Blöcke, du erstellst die Blöcke und dann kannst du sagen, einstellen, dass du die nicht verschieben oder nicht löschen kannst. So, das heißt, du kannst sie aber festsetzen. Du kannst die Inhalte ändern, aber du kannst halt nicht ändern, wie die dass sie irgendwie großartig verändert werden können. Und sagen wir mal, so eine richtige Restriktion gibt es halt aktuell noch nicht. Da ist aber viel Diskussion im Gange, einfach weil eben genau solche Anwendungsfälle, wenn du sagst, du hast ein vorgegebenes Design, was nicht großartig verändert werden darf, da sollen nur die Inhalte geändert werden. Das wird noch kommen, das ist dann ein Punkt von eben, was noch weit in der Zukunft liegt, aber auf jeden Fall schon in der Diskussion ist, weil gerade für Enterprise-Geschichten das ganz oft so ist, da darfst du ja nichts anpassen am Design. Und die ersten Schritte sind quasi da, aber es wird auf jeden Fall in der Hinsicht noch etwas dauern, bis du wirklich sagen kannst, okay, du blockierst quasi alles an Veränderungen und lässt nur inhaltliche Änderungen zu. Ich glaube, das ist eine Diskussion für später. Ich weiß jetzt nicht, ob noch eine Frage da war, aber wir können uns dann gleich noch drüber unterhalten, wenn du möchtest. Ich habe noch eine Frage, und zwar das Konzept von Child-Themes. Bleibt das bestehen oder wird es dadurch auch überholt? Also es ist noch möglich. Du kannst nach wie vor Child-Themes eben erstellen. Das geht auch mit Full-Site-Editing komplett. Durch die Style-Variation ist es aber so, dass das so ein bisschen ja, vielleicht vereinfacht wird, aber grundsätzlich ist es technisch möglich, dass du weiterhin du kannst ja zum Beispiel sagen, okay, ich konfiguriere mir jetzt ein Theme, wenn du Änderungen vornimmst, werden die aber erstmal in einem Custom Post Title gespeichert, also wenn du in den Stilen da
Schriftart änderst oder Farben änderst oder so. Du kannst aber jetzt, ich glaube mit 6.0, auf jeden Fall im Gutenberg-Plugin schon sagen, ich exportiere mir das Ganze und kreierst damit quasi dein neues eigenes Theme mit deinen Einstellungen. Also es ist so ein, es gibt viele Wege für nach Rom an der Stelle. Ja, moin. Wo siehst du die Zukunft des Customizers? Gar nicht mehr, weil er einfach, er ist ja faktisch nicht mehr da. Du kannst, wenn du ein Blog-Theme aktivierst und kein Plugin oder das Theme selbst den Customizer braucht, siehst du den ja schon gar nicht mehr. Das ist ja jetzt schon so. Die große, sage ich mal, Umstellung wird sein, für viele Theme-Autoren zu gucken, okay, wie kann ich diese Einstellungen, die ich im Customizer habe, wo fallen die eigentlich jetzt im Konzept des Blog-Editors Full-Site-Editing eben rein? Sind das Einstellungen an einzelnen Blöcken? Sind das globale Einstellungen? Das ist ganz unterschiedlich, wo der Customizer, weil der war ja vorher für alles im Prinzip da und jetzt hast du eigentlich eine bessere Aufteilung, wo die Sachen eigentlich hingehören. Bei Gestaltung von Webseiten mit Full-Site-Editing, welche sind die wichtigen Grenzen, die du gefunden hast? Welche sind die wichtigen Grenzen, die du gefunden hast bei der Gestaltung mit Full-Site-Editing? Etwas, wo ich gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein, war, dass du an dem Featured Image Block nicht deine Bildgröße auswählen kannst. Ich weiß nicht, ich meine, das haben die jetzt mit 6.0 zum Glück angepasst, aber das war jetzt ein Feature mit 5.9. Du konntest im Prinzip gar nicht deine Bildgröße auswählen, die du ja vordefiniert hattest, entweder durch Plugins oder Themes. Aber das ist zum Glück behoben worden und so in sich viele Limitationen einfach, wo du sagst, das ist nicht sinnvoll nutzbar für eben Magazin-Theme oder Magazinseiten oder für irgendwelche E-Commerce-Seiten. Aber diese Bildgrößengeschichte, das war etwas, wo ich mir so dachte, wirklich, aber ja, ist behoben. Okay, jetzt noch eine Frage. Hallo. Wie schätzt du das ein, die Zukunft zwischen nativen WordPress, auch jetzt mit den neuen Methoden, versus den Page-Bildern? Weil du sagst, es gibt einen Zeitrahmen von ca. 3 Jahren, bis das etabliert ist. In der Zeit wird ja im Rest der Welt auch was passieren, wird sich was weiterentwickeln. Und glaubst du, dass wirklich für Agenturen, Entwickler, Teambilder etc., die quasi WordPress professionell nutzen und anbieten, dass das interessant sein wird, in der Zeit zu wechseln, oder wird es da ja einen Generationswechsel geben, dass die in ihren Ökosystemen sind, dort bleiben und eine junge Generation halt ihren Einstieg über die neuen Tools hat und dann, wenn es quasi erwachsen sind oder entwickelt sind, dann damit in vielleicht 5, 6 Jahren konkurrenzfähige Produkte am Markt anbieten können? Das sehe ich tatsächlich auch so. Also, wenn du jetzt eine Website hast, die mit einem Page-Builder gebaut ist, egal wie er heißt, und du oder dein Kunde damit gut zurechtkommt, bleib dabei. Das ist egal, um welche Diskussion es geht. Es geht ja nicht darum, nur weil was Neues, Schönes da ist, muss man sofort dorthin rennen. Das macht keinen Sinn. Gerade wenn man halt auch drin gewohnt ist, in einem Page-Builder zu arbeiten, funktioniert es ja auch offensichtlich für dich oder für deine Kunden. Und von daher ist das komplett in Ordnung zu sagen, wir bleiben da jetzt erstmal bei, wir nutzen weiterhin die Page-Builder, welcher es auch immer ist. Wichtig ist halt nur, dass man das so ein bisschen im Blick behält und als Alternative für einen Relaunch in 5, 6, 7 Jahren, dass man das dann vielleicht doch trotzdem mal anschaut, ist es vielleicht nicht möglich, darauf umzusteigen.
Und hat der Kunde auch Interesse daran umzuschalten? Okay, wir sind super in der Zeit. Wir sind jetzt super schön aufgewärmt für den Tag. Jessica, das war wie erwartet. Super, vielen Dank. Und jetzt haben wir eine Viertelstunde Pause, dann geht es weiter. Wenn ihr der Jessica noch einmal danken wollt, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Und vergesst nicht, auf unsere Sponsoren, heute Abstand, in einer Viertelstunde geht es in diesem Thema weiter. Vielen Dank und viel Spaß weiter.